Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Witcher 3 Wild Hunt. Ja, ich habe da was zum Erklären, während wir hier meditieren. Ich habe 1,5 Stunden aufgenommen, Witcher 3. Aber mein Aufnahmeprogramm meinte, es ist jetzt geil, die beste Zeit sich zu aktualisieren. Dadurch habe ich jetzt Aufnahmen ohne Ton, weder Mikrofon noch Ingame-Ton, nur Bild. Das sind 4 Folgen, das sind circa 1 Stunde 40, wo ich jetzt nicht mehr verwenden kann. Wir haben im Endeffekt nur hier Fragezeichen gemacht, da die ganzen Fragezeichen hier unten gemacht, da waren wir hier unten kurz, das hat sich dann schnell erledigt, weil die zu hoch waren, sind dann hier hochgegangen und wollten hier zum nächsten gehen. Dann habe ich mich bei der letzten Folge in dem Wasserloch hier festgesetzt und kam nicht mehr raus. Und ja, danach habe ich nach der Aufnahme geguckt, weil ich so schön fleißig war. Und habe gesehen, ich habe 4 Videos ohne Ton. Das freut mich sehr. Da ich die aber auch nicht wirklich nachsynchronisieren kann und ich auch nicht ehrlich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Da auch nicht viel passiert ist, um ehrlich zu sein. Wir haben hier so ein bisschen durch die Gegend gelaufen, haben ein paar Nebenquests gemacht. Also nicht die Hauptquest. Die ist noch da, so wie sie sein soll. Nur haben wir halt einige Gegner getötet und Geralt. Haben hier das Nekrophagen auch Öl drauf gemacht. Was? Okay, du bist ganz schön schließgrimmig, ja? Meine Frau hier. Die ist auch nicht begeistert von der Idee. Aber was soll ich machen? Ich bin ja auch nicht ganz so begeistert. Wir haben hier in Alchemie auch noch Nekrophagenöl hergestellt. Weil ich so viele Gegner davon jetzt hier in dem Sumpfgebiet habe, dass sich das doch auf die Masse lohnt. Es sind zwar nicht viele Gegner, also keine starken Gegner. Haben wir einige Briefe lesen müssen. Also ist eigentlich besser, dass die Folgen weg sind. Dann habt ihr mein Stottern nicht unbedingt so in den Briefen. Aber eins habe ich gemerkt. Ich brauche gar nicht gucken, was die Questbeschreibung sagt. Da steht immer, lesen Sie diesen Notiz. Bla bla bla. Wie dir. Zerknüllte Notiz. Ich habe immer gesagt, dass Muski was auf den Kästen hat. Er versteht mehr Wörter als so mancher Mensch. Er kann alle möglichen Tricks sitzen, rollen und man... wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, schüttelt er sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Muski kam vom Feld angerannt und hatte etwas im Maul. Ich dachte zuerst, er wäre ein Hase, mit dem wir einen leckeren Einfach kochen und diesen Fellen wir verkaufen könnten. Aber es war kein Hase, sondern ein Sack. Er war ein Blutgetränk, ups. Kein Wunder also, dass Muski ihn aufgestöbert hat. Ich schaute hinein. Ich fand da drin einen Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierungen. Er sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte mir, vielleicht liegt hier irgendwo ein Schatz versteckt. Der zu diesem Schlüssel gehört. Ich werde losgehen und mich einmal umsehen, um ihn zu finden. Das schwöre ich bei Militele. Kriegt Muski bis zu Ende seiner Tage besten Kalbfleisch zu fressen. Nur das Blut auf dem Sack bereitet mir etwas Sorgen, aber ich nehme einen dicken Knüppel mit, damit ich allem, was aus dem Gebüsch kommt, einen überbraten kann. Ich sage wie immer, man lebt nur einmal, also sollte man hier oder nach ein Risiko eingehen. Naja, nicht so gut das Risiko. So, dann fahren wir das. Schatzsuche. Schachfelsbeute, das müsste sein. Wir haben aber gerade umgeprügelt. Ja, hier ist Blut. Also da. Ach, dahinter. So weiche fort, dass ich an die Truhe kann. Und ein Level sind wir vorhin aufgestiegen und haben ein paar Punkte verteilt. Das war es eigentlich auch wirklich. Viel mehr ist nicht passiert. Ein paar Briefe, die wir vorher gelesen haben, wie dir, wegen versteckten Schatz. Mehr war da jetzt auch nicht großartig Spannendes.
wenn ihr eine Idee habt, was ich mit den Folgen machen soll, weil ich meine, stummen LP möchte man ja auch jetzt nicht unbedingt haben, könnt ihr es mir trotzdem schreiben. Können wir uns ja gemeinsam überlegen. Es sind 4 Folgen, ich habe es an die Seite gelegt. Vielleicht finden wir ja eine nette Idee, was wir damit machen können. Ach, da oben ist das Nekrophagenöl doch. Okay, ich habe mich vorhin beschwert, dass man das nirgendwo sieht. Also, vorhin in den kaputten Aufnahmen. Aber man sieht es ja doch. Ich habe hier Angst vor dem Wasser. Ich bin in der letzten Folge in einem stecken geblieben. In so einem Wasserloch. Da kann ich mich einfach nicht mehr hin und her bewegen. Habe ich das Spiel gespeichert und neu geladen und schon war ich draußen. Also falls ihr irgendwo feststeckt, versucht mal mit Neuladen. Hätte ich mal ein- und ausgeschaltet. Ja, den Zwergenschnaps haben wir auch. Das Nekrophagenöl haben wir vor allem hergestellt. Darauf meinte ich nur, wir sollten auch mal die anderen Öle herstellen. Da sie immer wieder verwendbar sind. Und wir haben noch kein verbessertes Nekrophagenöl. Sonst. Genau. War da nicht viel. Mit dem Schutzschild und speichern schon mal hier. Das ist mit dem geschützten Schatz. Ja, ja, sehr gut. Kann ich dich nicht mit so einer Balliste runterschießen? Wow. Aber, runter da. Wow. Ah, dieser Baum wird mich treffen. Dieser Ballist ist ein bisschen sehr hochstufig, merke ich gerade. Bitte. Das ist irgendwie dumm. Die Balliste ist etwas zu hochstufig für meinen Geschmack. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es wieder mal nicht funktioniert. Wahrsager, zum Beispiel Quinnkarten. So, schaut in der Umgebung um. Hexenaufträge. Auch alle relativ hoch. Schatzsuche. Ja, komm, nimm mal den da. Wie ist der Brief, den du gefunden hast? Die witzig ist jetzt, welcher Brief? Gleitbrief. Im Namen seiner Majestät Radovid der fünfte König von Redanien, der Inhaber dieses Dokuments, ist berechtigt, den Ponta bei den Blockaden ungehindert zu bequeren. Notiz des Baron. Bootsbauer aus Erzdorf ging auf Ganze und hatte fürchterlichen Pech. Männer zu Eintreiben geschickt. Männer zum Eintreiben schicken. Er hat das Geld nicht. Wir müssen seine Karten herhalten. Nie wieder mit den irren alten Sack aus den Balkan spielen. Vielleicht kann er wirklich hell sehen. Meine Finte hat er ebenfalls durchschaut. Auch nicht. Gleitbrief. Boah, wird es auch nicht sein. Dann haben wir noch den da. Zu viel. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Da. Und da ist der Rest. Und den kann ich nicht. Und was bist du? Eichhörnchen-Schwanz. Den wollte ich schon machen. Das war nicht alles zu viel Geld. Spezialisiert. Abgeschossen. Ich will nur weg von dem Viech ein bisschen. Quest. Zack. Schatzsuche. Also die 12er Quest ist weg. Erkunde die Passage unter den Tempelinseln. Hexeaufträge. Die sind auch alle zu hoch. Ja, Nebenquesten. Oder wir machen die Hauptquests weiter. Das Schiff ist besucht, triffst in ihrem Haus. Oder das Skellige. Wir können das Skellige und Novigrad gehen. Und sie ist ein Novigrad. Scheiterhaufen im Novigrad oder das Skellige. Ach, besuchen wir Triss. Wer auch immer das ist. Werden wir ja bald rausfinden. Du, der bewachte Schatz, ist es mir relativ egal, die Skat. Wo ist denn hin? Da?
das ist Navigant. Achso, okay. Könnt mit dem Boot. Da ist auch noch eine Quest und da ist noch ein Monsterlager, dafür wurde zu groß. Da oben sind noch einige Quests. Also gehen wir dahin zum Boot und fahren rüber. So, sollte man das auch schnell machen, sonst habe ich diese Folge nichts geschafft, außer mich zu erklären, warum 4 Folgen fehlen. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. Ach ja. Manchmal ist das echt zu holen. Nein, weil ich benutze ja Shadowplay zum Aufnehmen. Ja, Schande auch da über mein Haupt, aber ich finde es eigentlich in Ordnung. Und von der Qualität kann ich jetzt mich nicht unbedingt beschweren, aber naja. Ja, Nvidia hat ein Update gemacht und dadurch kam das Malheur, dass ich nicht mehr aufnehmen konnte. Also ich habe ja aufgenommen. Bild hat er aufgenommen, aber der Rest nicht. Das Rest wäre mir auch lieb gewesen dazu. Nicht nur Bild. Was passiert eigentlich, wenn ich voll Krach hier gegenfahre? Okay, mach ich das Boot kaputt. So, lasst das Ruder los, mein Freund. So, lasst das Ruder los. Wir laufen jetzt erstmal dahin. Einfach nur so, weil wir es können. Und wenn wir doch was können, machen wir es doch auch. Ich habe jetzt nämlich Angst, dass die Folgen nicht schon wieder nicht funktionieren. Ich habe es zwar ausprobiert, vorhin hat es funktioniert, aber ja. Ich sage ja auch immer, never touch a running system, aber davon hält er ja nicht viel. Hallo, Necker. Ach, du hast ja noch einen Freund mitgebracht. Ich sehe den doch. Verdammt, dich. Bist du hässlich. Ich glaube, ihr geltet nicht als Nekrophagen, oder? Dann stört euch das Nekrophagenöl nicht gerade. Nicht besonders. Dass wir auch mal wieder neu drauflegen können. Das ist Geisteröl. Nekrophagenöl. Hallo. Hallo, mein hässlicher. Da die Hauptquest eh so viel Punkte gibt, könnten wir ja da auch mal hingehen. Außerdem müssen wir eh nach Navigat wegen Siri. Vielleicht fliegen mit einer Klappe, so nach Motto. Auch wenn ich mich meistens überdrücke, in die Hauptstädte zu gehen, weil die einfach so riesig sind und ich mich da drin einfach wahllos verlaufen würde. Aber geht ja nicht anders. Schönes Loch im Boden. Was bist du denn? Honigfarbe. Ah, hier kann man Honig farmen. Das ist cool. Honig farmen, ohne angegriffen zu werden. Wie genial ist das denn bitte? Ohne dass ich die Tiere abfackeln muss. Hallo? Hm. Hallo, ich bin hier, um ihre Wohnung auszurauben. Zu untersuchen. Also, ich würde ja niemals hier jemanden ausrauben. Ist, der hat ja nicht mehr was. Na, da müssen wir bestimmt hin. Zu diesem kleinen Wasserdörfchen. Ja. So weit fern wirst du mich auch nie wiedersehen. Aber bevor ich hier gleich wegen Clown erwischt werde, speichern wir mal kurz. Weißt du, kannst das Spiel jetzt nicht speichern? 2 Meter weitergehen. Okay. Aber man weiß ja nie. Weißt du, das ist der letzte Stadt war auch so. Da wollte ich ihn, habe ich eine Stadt befreit und wurde dann angeklagt. Ich habe sie geschont. Dabei habe ich sie über die Überflüssigkeit geschützt vor dem überflüssigen Ballast in ihrer Stadt. Die nennen das ja sofort Clown. Naja. Ich
habe mich noch nur über den Rücken Sorgen gemacht und ich habe dafür. Ihr wisst schon. Ich sorge nur dafür, damit die nicht so viel belastet haben. Oh, schöner Kessel. Ich glaube, da mag jemand Alchemie. Zumindest sieht er sehr alchemistisch aus. In diesem Kessel. Kann mich auch gerne täuschen. Ich habe da relativ wenig Ahnung von. So, es wäre das Licht. Ihr habt aber echt, hier steht wohl jemand auf tierisch auf Zwergenschnaps, habe ich Gefühl. Im ganzen Spiel finde ich immer Zwergenschnaps. Wenn sie nachschauen, Schnucki. So eine persönliche Frage, ob ich. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Ah! Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer. Ich muss Arbeit finden. Schöne Taverne. Ah. Oh, hallo, nette Dame. Oh, Wölfchen. Ah, ist eine Hure. Ah, Wölfchen. Ja, und rennen mich an. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wölfchen. Hallo. Willkommen, willkommen. Hallo, hallo. Nein, Quint will ich echt nicht spielen. Was hast du denn da? Was hat er da? Er hat ein paar Quint-Karten. Ach, die gibt's auch. Stärke der Einheiten? Null. Sonderkarte. Komm hier. Whatever. Wird schon passen. Waffen willst du nicht haben, habe ich mir schon gedacht. Ja, Wasser kannst du haben, Brot kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Und das. Und das und das. Und die restlichen 20 Teile hier. Das. Natürlich die wertvollen Sachen sind hier. Was ist hier? Silber, Gold. Das nehmen wir eher. Bei uns nur das Gold mal so ein bisschen wieder von den Typen. Übrigens wollen wir auch nicht haben. Okay. Aber nichts mehr. Macht nichts. Bis dann. Hier soll aber irgend so ein Blumenhändler sein, aber der kann auch draußen stehen. Ja. Ach, du bist das. Was? Was? Hast du was Interessantes? Ja, hast du was Interessantes? Nein, hast du nicht. Ein Interesse an meinem Scheiß hast du auch nicht. Ja, da ist das Interesse dran, ne? Was gibt's mir eigentlich für die Mutagene, die ich so viele davon hab? Was hast du jetzt dafür gegeben? Ich hab nicht drauf geachtet. 5. Na. Hab ich schon mal schönere Preise gesehen, mein Freund. Du versuchst mich doch über den Tisch zu ziehen. Selbst für die Kleinen krieg ich 5? Da versuch mich echt wahrlich über den Tisch zu ziehen. Kann das sein? Ich bin nicht positiv überrascht. So, was haben wir denn hier überhaupt? Haben wir nicht so viele Gehirne, weil wir da, ich sag mal, so oft die Viecher töten in letzter Zeit? Da. Hier, nimm dir schon mal 10 Stück damit. Das sind noch 93. Da ist ein bisschen Blut. Ach, komm. Ja, dann. Nein, nicht gerade die 2, die wir haben. Da, gut ist. Was? Hast du was Interessantes? Achso, okay, kann ich gucken. Okay, nein, wollen die nicht. Leb wohl. Leb wohl. Schön, dass ich auch 3 Kilometer auf einmal in einer anderen Richtung stehe. Aber soll mich hier nicht stören. Hallo, Geralt. Ich bin ein Hexer. Hi-ya. Hallo, Geralt. Warum auch immer das Kind meinen Namen weiß. Stalker. Nein. So jung und so gestalkt. Dabei sind wir nur erst noch 205 Jahre alt. Wie alt ist Geralt eigentlich? Die Eltern ja nicht normal. Die Hexe. Oder habe ich das wieder missverstanden? Oh. Aha, hast du einen Brief verloren. Depp. Willst du kuscheln, großer Mann? Nein. Das, ich habe keine Lust auf Zensur, tut leid. Hä? Wer hat das überhaupt gesagt? Die Bäuerin? Glaube ich kaum.
Schön ist, deren Anschlagbrett auch außerhalb der Stadt ist. Komm bloß nicht bei uns in die Stadt rein. Wir wollen keine Kunden haben. Was haben wir denn hier? Handwerker zu euren Diensten. Tanzt eure Sorgen fort. OD. Sattelsalbe. Zwerge suchen weibliche Begleitung. Auftrag Teufel in den Wäldern. Fährte, Herr Hexer. Falls sich einer dagegen verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl. Ach was. Ich bin todsicher, dass sie die Wälder, in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte. Bis neulich war ich jedenfalls noch in dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimatstätte irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich heuerte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an. Zwerge waren es. Stramme Burschen. Jeder von ihnen hatte in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete, ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit. Ich hoffe sehr, dass diese Belohnung bald jemand überreichen darf. Beste Grüße, Bär Rotsch. Lampe. Quest. Nebenquest. Gut, ist nicht dabei. Ich ist doof. Ach, ist natürlich eine Hexerquest. Oder? Na, da, aber 25. Wie sind die alle so hoch? Was mache ich falsch, ist die andere Frage. Was mache ich falsch, dass ich so niedrig bin? Ich bin für die Liebe nie. Danke, nein. Du? Willkommen, Meister Hexer. Ich habe die Nachricht gelesen. Ich habe die Nachricht gelesen. Der Auftrag interessiert mich. Das ist gut. Großartig. Ich heiße Brian Hodge. Ich habe den Zettel aufgehängt. Ich brauche Informationen. Ja, natürlich. Durch einige bedauerliche Ereignisse bin ich in den Besitz eines Waldes gekommen, der gerodet werden sollte. Bei Novigrad, weit weg von den Straßen, nah am Hafen. Leicht verdientes Gold. Ich musste nur Holzfäller anheuern und Münzen zählen. Mich interessiert das Monster, nicht dein Geschäft. Das hängt alles zusammen. Pass auf. Ich heuerte Zwergenholzfäller an, aber sie sagten, im Wald würde es spuken. Ich hielt sie nur für faul. Dann eines Tages sind sie in den Wald gegangen und nur einer ist wieder rausgekommen. Er sagte, eine Art Waldteufel hätte sie angegriffen. Ihr müsst mir meinen Preis zahlen. Reden wir über meinen Lohn. Das Angebot ist nicht hoch genug. Das ist ein poliertes Glas, ich war gerade verwirrt. Oh, kommen Sie mal, es wäre so kack 30, 60. Ich weiß, dass ich dir kein Vermögen angeboten habe, aber was du forderst, ist einfach zu viel. Komm uns entgegen, damit wir es hinter uns bringen können. 40. Billig bist du nicht gerade, aber du hast versucht, vernünftig zu sein. Wir könnten uns noch einigen. Das Falsche bringt sie wenig. Ich jetzt, guck mal, 20 Münzen. Na schön, sagen wir, das ist ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin. Ja, ich kümmere mich drum. Ich übernehme den Auftrag. Wo finde ich diesen Holzfäller? Hier irgendwo. Zuletzt hat er seinen Lohn versoffen. Zu Ehren seiner toten Kameraden. Okay. Er sitzt also irgendwo rum. Ach, der da. Hallo, mein Freund. Ein Priester hat es leicht. Willkommen, Reisender. Trink mit mir, du Schwanzlutscher. Gib dir was hinter die Binde, damit meine Freunde in Frieden ruhen. Sie wurden fertig gemacht, aber ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung, wen oder was ich verfluchen soll. Ich habe mit Brian Hodge gesprochen. Er hat mir vom Tod deiner Kameraden erzählt. Das Arschloch. Wir haben ihm gesagt, dass sich was Schreckliches im Wald rumtreibt. Aber er wollte nicht hören.
Er hat mich angeheuert. Er will, dass ich die Bestie finde, die dich und deine Freunde angegriffen hat. Wirklich? Nun, dann nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Guter Mann, Brean. Aber ein Halbling. Erzähl mir von dem Angriff. Woran erinnerst du dich? Wir waren auf dem Weg aus dem Wald, mit Holz beladen wie Packpferde. Plötzlich hörten wir ein Heulen wie von einem Wolf, einem Rudelführer. Wir sind gerannt, aber das Wagenrad ist stecken geblieben. Magnus Richter rief, ich solle die Armbrüste aus der Hütte holen. Also bin ich los. Als ich zum Wald zurückkam, alle massakriert. Ich habe meine Freunde nicht wiedererkannt. Danke, das war wirklich hilfreich. Töte das Scheißding, ja? Ja. Also die Holzverleute. Ich glaube immer noch, die Mission ist ein bisschen hoch für uns. Ist die Holzverleute weit? Ja, ist sie. Wie es natürlich weitergeht, sage ich euch erst in der nächsten Folge. Dann ich sage tschüss, mal wiedersehen, denn die Folge hat schon Überlänge. Und tschüss.